Okay, Leute, da wären wir wieder zu einem neuen Video. Ich habe mir heute mal gedacht, okay, ich mache mal diese Schultests, die auch immer diese anderen YouTuber machen, ne? Da machen ja manche echt immer sehr viele, ja, komische Videos drüber. Und ja, ich dachte mir, okay, da machen wir hier auch mal was. Ich würde sagen, ja, fangen wir erstmal mit der Grundschule an. Ich kann ja später nochmal eine weitere, ja, Sache machen. Klasse 4. Keine Ahnung, was nehmen wir mal? Ja, Kunst. Ja, lass mal Kunst machen oder Werkzeuge, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist eine Laubsäge abgebildet. Ach, das weiß doch kein Mensch. Nein. Ja, ich weiß es schon, ne? Hä? Na, was jetzt? Note 6? Ach so, es war richtig. Okay. Ja, keine Ahnung, weiß ja doch kein Mensch, ne? Welches Werkzeug ist abgebildet? Ein... Ach komm, ich habe keinen Bock da drauf, wir machen doch ein anderes Fach. Mathematik, Zahlen bis Training für die Übertrittsprüfung Realschule. Ach Leute, da gibt's Übertrittsprüfungen. Gab's die bei uns damals? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Zahlen bis 1 Million mache ich jetzt einfach mal. Setze die Zahlenreihe fort. Oh, das ist ja schwer. Ja. So. Aber da gab's immer so ganz krasse Quizzes irgendwie, YouTuber so gemacht haben, ne? Und die sind irgendwie viel unterhaltsamer gewesen als das jetzt hier. Ich weiß auch nicht wieso. Runde auf volle Euro. 100? Wieso soll das nicht gehen? So. Okay. 32 plus 47 ist 77, 79. So. Genau. Lösung aufdecken kannst du auch, okay. Ja, aber das ist jetzt ja nicht so krass, sag ich mal. Mal Englisch. Was gibt's denn da so? Schulclubs, Hobby, Sports. Okay. Das ist Jogging. Wow, ist das schwer. Nee, ich würde mal gerne das so machen wie diese anderen. Weißt du, dass das so schwere Rätsel quasi sind? Ja, das ist ja hier einfach, ne? So, 4. Klasse, Food and Shopping, Winter... Oh. Was ist das hier? Ach lol, Eishockey. Na gut. Ja, das ist jetzt hier nicht so besonders. Ich würde sagen, ich mache mal hier Gymnasium schon. Vielleicht Klasse 10, ne? Ich weiß nicht, was da so ist. Ich guck's mal einfach mal an. Na gut, Chemie mache ich mal nicht. Mach mal Physik oder so. Wurfbewegung. Ist das hier? Keine Ahnung. Welche Aussage ist zur Kraft richtig? Können Körper verformen? Achso, ich dachte, es ist nur eine richtig. Nee, ich dachte, es sind mehrere richtig quasi. Ja, aber war ja richtig, ne? Welche Einheit hat die physikalischen Masse, ja. Ja, ist ja einfach auch noch, ne? Irgendwie sind die Fragen hier nicht so knobelmäßig, sondern eher wirklich so, wie sie in der Arbeit... Obwohl, die kommen ja nicht mal in der Arbeit so dran, ey. Was ist das hier? Das ist viel zu einfach. Das ist doch nicht 10. Klasse, ey. Die physikalische Kraft, ja. Newton, würde ich sagen, ne? So. Bewegt sich ein Körper nicht, so wirken auf ihn keine Kräfte ein. Falsch. So. Weiter. Wie groß ist der Mond? Für M 3 Kilogramm. 30, ne? Nee, Quatsch. Warte mal, für 3 Kilogramm? 100 Gramm war es glaube mal 1. Ja, dann... Ich gebe jetzt einfach 30 ein, los. Lösung aufdecken. Ach, 5. Naja gut, ich habe jetzt nicht überlegt. Ja. Okay, da haben wir schon mal 2,1 als Note. Krass. Ein Newton ist die Kraft, die ein Körper auf die Masse 100 Gramm hat. Hä? Ach so, ja, wieder Formulierungssache hier. Wobei handelt es sich um eine physikalische Kraft. Beziehungsweise ich hatte die anderen gar nicht gelesen. Ja. Gewichtskraft eines Steines. Ja, genau, wahrscheinlich. Waschkraft eines Waschmittels. Oh man. Anziehungskraft einer Person. Hm. Ach so, das sind jetzt ja Beispiele. Ach so, na, die formulieren das immer so dumm, ey. Körper werden durch kleine Kräfte nicht beeinflusst. Falsch. Ja. Oh, das ist mir zu viel Text. Wenn ein Auto scharf bremst, können unbefestigte Teil im Innern durch den Wagen fliegen. Wie lässt sich das erklären?
Trägheitsgesetz. Wo steht das hier? Ja. Hä? Ja, Mann, kein Bock zu lesen halt. Ja. 0,4 Kilonewton sind wie viel Newton? 400. Körper werden durch die Kräfte in Bewegungsrichtung beschleunigt. Ne, ich glaube in die andere. Ah, okay, egal. Ja. Wovon hängt die Beschleunigung einer Bowlingkugel ab? Von der Masse, vom Durchmesser der Kugel. Ach, was weiß ich. eigentlich von der Masse, ne? Oder vom Material auch. Weil es kommt ja auf das Volumen an, ne? Nee, doch nicht. Ach so, sind mehrere jetzt möglich, endlich mal. Ach, naja, komm. Ich würde sagen, ich beende mal das Video. Ich wollte es eigentlich auch gar nicht so lange halten. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen bei Physik aufgehalten. Ich hätte noch mal bei Chemie gucken können, ne? Guck ich mal hier hin, was da so das erste Beispiel ist. Aussagen zu Methanal, okay. Was gibt's noch? Redoxreaktionen. Ja, kennt man ja alles. Ich dachte, das ist halt so diese Website wie auf den anderen, wie die anderen YouTuber das machen, weißt du, aber ich weiß nicht, ich habe glaube die falsche Seite gefunden. Naja, ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Gymnasium vor allem, warum gibt's nicht Klasse 11 und 12? Verstehe ich schon wieder nicht. Ja, ist vielleicht bei Ausbildung? Nee. Friseur, was? Hier gibt's eine Friseurausbildung. Hä? Warum? Vor allem Informatik, Friseur. Warum? Hä? Werker im Gartenbau, hä? Also Altenpflege, hä? Warum? Warum einfach so komplett random? Ja. Da kann man doch nochmal in Unterkategorien unterteilen oder so, aber nein. Also so technisch zum Beispiel oder was weiß ich, sozial oder was, ne? Aber nein, sofort, bam, bam, ne? Was gar nicht zusammenpasst. Gymnasium, Studium gibt's auch. Aber Hauptsache, weißt du, Hauptsache Klasse 11 und 12 gibt's nicht. nach Klasse 10 kommt direkt Studium. Ja klar, macht ja jeder so, ne? Ja, perfekt. Ich würde sagen, das wäre es gewesen vom Video. Da hat man zumindest jetzt am Ende noch ein bisschen was zu lachen. Und ja, dann bis später. Tschüss.